Kurz vor Redaktionsschluss der DVD haben wir nun auch die letzte Version von Tony Hawk's American Wasteland erhalten. Im Grunde verhält es sich bei der Version für die Xbox 360 wie mit einem Nachtest. Rein spielerisch ist im Vergleich mit der PS2, der Xbox und der Cube-Fassung nämlich alles beim Alten geblieben. Ihr übernehmt die Rolle eines jungen Skaters vom Lande, der sein Glück in Los Angeles versucht. Ihr erlernt der Reihe nach die wichtigsten Tricks und erfüllt dann diverse Aufgaben, um Einzelteile für eure Skate-Ranch am Rande der Stadt zu sammeln. Die Steuerung geht auch auf der neuen Xbox-Konsole gut von der Hand, vor allem das Steuerkreuz fühlt sich bei den schnellen Trick-Kombos sehr griffig an. Die technischen Unterschiede zu den aktuellen Konsolen sind augenscheinlich. Die Areale sind nämlich deutlich schärfer texturiert. Auf einem HD-Fernseher sieht das Ganze dann natürlich noch einmal deutlich besser aus. Ziemlich misslungen ist dagegen die PAL-Anpassung im 50Hz-Modus, denn es gibt wirklich gigantische Balken zu sehen. Da die Xbox 360 aber über einen 60Hz-Modus verfügt, könnt ihr dieses Problem recht einfach umgehen. Wenn denn euer Fernseher mitspielt.